Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher MMOGA.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Week Flash. Wir steigen direkt ein mit WoW. Diese Woche wurden drei neue T13 Sets für die Klassen Magier, Druide und Schamane vorgestellt. In einem neuen Bluepost wurde nun bekannt gegeben, dass sich die meisten der neuen T13 Sets an den Kataklysmfähigkeiten orientieren. So zum Beispiel das neue Magier Set passend zur Fähigkeit Zeitkrümmung oder das Druiden Set, welches von der Fähigkeit Wildpilz inspiriert wurde. Andere Sets, die bereits präsentiert wurden, wie der Krieger und Hexenmeister, sind vom aktuellen und vergangenen Raid-Content inspiriert. Die noch kommenden T-Sets werden einfach die Klasse repräsentieren und, sobald sie fertig sind, vorgestellt. Die Entwickler betonen nochmals in einem Bluepost, dass sie sich trotz der Transmogrifikationsoption, die mit 4.3 Anzug halten wird, nicht weniger Mühe beim Design der Sets als bisher geben werden. MMO Champion hat ein neues Interview mit Informationen zu Patch 4.3 veröffentlicht. Das Interview gab es zuerst auf der Seite Escapist Magazine zu lesen, wo es allerdings wieder ziemlich schnell entfernt wurde. Vermutlich hatte man es durch ein Versehen zu früh veröffentlicht. Die wesentlichen Aussagen des Interviews fasse ich nochmal kurz für euch zusammen. Schurken werden einen legendären Dolch bekommen. Zu diesem wird eine außergewöhnliche Quest gehören, aber über die Geschichte des Dolchs wurde noch nicht entschieden. Das Looking for Raid Tool wird einen eigenen Schwierigkeitsgrad bekommen, dieser wird noch unter dem normalen Schwierigkeitsgrad angesiedelt sein. Außerdem wird das Looking for Raid Tool nur im 25er Modus verfügbar sein, nicht im 10er. Die Spieler bekommen einen anderen Erfolg, wenn sie die Instanz mittels des Tools meistern. Außerdem soll dieses Tool die Spieler auf die Encounter und die Fähigkeiten vorbereiten, damit sie es in normalen Raids einfacher haben. Die neuen 5er Instanzen werden noch enger mit der Lore verbunden sein, als es die ICC 5er Instanzen waren. Die Drachenaspekte arbeiten zusammen, um Deathwing zu töten. Todesschwinge wird außerdem bis zum Ende von Patch 4.3 herumfliegen und Leute verbrennen. Die Entwickler von World of Warcraft wünschen sich mehr konstruktives Feedback der Spieler. Dafür gibt es nun in den Klassenforen einen Eintrag, in dem man seine Verbesserungsvorschläge und Wünsche abgeben darf. Das Forum haben wir euch unter der News verlinkt. Bevorstehende Veränderungen am Feuerlandeschlachtzug. Da Patch 4.3 nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt, werden ab dem 19. September regelmäßige Nerfs per Hotfix aufgespielt. Die Entwickler möchten dadurch möglichst vielen Spielern den Zugang zum Endcontent ermöglichen. Diablo 3. Auf der offiziellen Diablo 3 Seite wurde der Fertigkeitsrechner vorgestellt. Mit diesem ist es euch möglich, eine Klasse zu wählen und ihre aktiven und passiven Fähigkeiten mit Runensteinen zu versehen und euch somit, zumindest in der Theorie, optimal auf den Diablo 3 Start vorzubereiten. Wann startet die Closed Beta endlich? Diese Frage wurde uns leider bisher noch nicht beantwortet. Es darf zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Kreis von Mitarbeitern und deren Freunden an der Diablo 3 Beta teilnehmen. Aber allzu lange wird es nicht mehr dauern, bis auch Leute, die nicht zur Blizzard-Familie gehören, endlich ihre ersten Eindrücke sammeln dürfen. Zu diesem Thema gab es mehrere Diskussionen in allen Foren rund um Diablo 3 und eine Frage blieb immer noch im Raum stehen. Werden die Leute in Nordamerika den Europäern vorgezogen? Diese Frage wurde nun von Community Manager Zydaris beantwortet und verneint. Lange war ungewiss, wie das Geld, welches im Auktionshaus verdient wird, auf euer Konto wandern soll. Klar war, dass ein Unternehmen wie PayPal oder Money Brokers dafür mit an Bord geholt wird. Nun steht fest, dass PayPal das Rennen gemacht hat und man in Zukunft auch andere Sachen bequem und sicher bei Blizzard über PayPal bezahlen kann. Welche Länder davon betroffen sind, steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es sei in den meisten Regionen verfügbar. Eine genauere Auflistung der Länder soll in Kürze folgen. Es sind außerdem noch erste Skins der Rüstungssets und Waffen aufgetaucht, die wir euch ebenfalls unten in der News verlinkt haben. Star Wars The Old Republic.
Chris Collins gab ein kleines Statement zu den gleichgeschlechtlichen Beziehungen in Star Wars The Old Republic ab. Zu Beginn werden Romanzen dieser Art nicht verfügbar sein. Collins schrieb dazu, dass es designertechnische Grenzen gibt und man sich deshalb entscheiden musste, welches Feature zu Beginn des Spiels verfügbar sein soll und welches nicht. Er schrieb allerdings auch, dass die gleichgeschlechtlichen Romanzen etwas sind, was man auf jeden Fall irgendwann nach der Veröffentlichung implementieren möchte. Außerdem werden mit der Zeit weitere Begleiter hinzugefügt, mit denen man solche Beziehungen aufbauen kann. Im offiziellen Forum wurde heftig über den anfänglichen und den letztendlich benötigten Festplattenspeicher diskutiert. Der Client des Spiels wird wohl eine Größe von 27 GB besitzen, jedoch wird ein Festplattenspeicher von 40 GB vorausgesetzt. Dies hat wahrscheinlich zu bedeuten, dass BioWare plant, die Größe des Spiels schnell zu erhöhen. Nicht wenige Spieler vermuten, dass der Speicherplatz des Spiels nach dem ersten Add-on auf über 100 GB anwächst. Zum Schluss meldete sich Steven Wright zu Wort. Er sagte zu dem Thema, dass die letztendliche Größe zwar noch nicht bekannt ist, allerdings zu Beginn des Spiels bereits 17 Planeten mit über 10.000 voll vertonten NPCs verfügbar sein werden, was natürlich ordentlich Speicher benötigt. Außerdem sei Festplattenspeicher ja günstig. Seit bekannt wurde, dass die Entwickler von Star Wars The Old Republic die Phasing-Technik einsetzen wollen, ist eine hitzige Diskussion in den Foren entbrannt. Grund für den Schritt der Entwickler ist die Angst eines zu hohen Ansturms auf die Server. Vor allem zum Release soll ein Planet daher im Notfall mit einer neuen Instanz versehen werden. Die Community befürchtet, dass manche Spieler dadurch nicht zusammenspielen können, weil der jeweils andere in einer anderen Phase ist. Dazu meldete sich Lead Combat Designer George Zöller im offiziellen Forum. Er betonte, dass es Spielern möglich sein wird, die Phase so zu wechseln, dass man bei seinem Mitspieler sein kann und das Phasing somit kein Hindernis darstellt. Die Entwickler sind sehr darauf bedacht, den Spielspaß nicht zu gefährden und eine reibungslose Einführung des Spiels zu gewährleisten. Guild Wars 2. Asura stellen bei der Animation der Bewegung eine besondere Herausforderung dar. Sie müssen Gegner, die um Längen größer sind als sie selbst, angreifen und auch Schlägen ausweichen können. Dazu kommt, dass sie in ihren Bewegungen sowohl Akrobatik als auch Ungeschick vereinen. Wie genau das Animationsteam von ArenaNet diese Hürden gemeistert hat und warum sie welche Entscheidungen getroffen haben, haben wir euch unter diesem Video verlinkt. Die offizielle Asura-Seite auf guildwars2.com wurde aktualisiert. Dort findet ihr neue Lore-Inhalte von Jeff Grubb, einige Screenshots, Wallpaper und ein Video, in dem die Asura in ihrer Hauptstadt Ratazum gezeigt werden. Das haben wir ebenfalls verlinkt. Und zu guter Letzt kommen wir zu unserem Geheimliebling Wildstar. Nach der Gamescom wurde es ziemlich ruhig um das neue Sternchen am MMO-Himmel namens Wildstar. Unsere Kollegen von Massively haben ein Interview mit Jeremy Gaffney veröffentlicht, in dem dieser sehr frei über das kommende MMO erzählt. Wir haben euch das Interview unter dieser News verlinkt. Das war der Weekflash für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.